Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und erstmal vielen, vielen, vielen Dank für die wunderbaren Bilder, die ihr letztes Mal unten drunter gepostet habt. Könnt ihr heute auch wieder machen, kommen wir nachher zu. Jetzt zum Magazin. Kapitän Janáušek zaubert uns einen Kussmund auf ganz besondere Art und Weise und dann tanzen wir alle zusammen den El Tiburón. Ich wünsche euch viel Spaß. Unser Kapitän Janáušek hat sich eine wunderbare Sache ausgedacht als Grußbotschaft von unserer Flotte an euch zu Hause. Und das seht ihr jetzt. Wir haben natürlich in unserer Firma auf unserem Schiff ganz viele Ideen, aber zugrunde liegt natürlich ein wunderbares Team, was ich hier an Bord habe. Und in diesem Team gibt es ganz viele Ideen, unter anderem die Idee unseres Chefingenieurs, Herrn Taubert, der mich fragte, Kapitän, können wir denn nicht ein Signal an unsere Gäste senden in Form eines Kussmundes? Nun, ich habe da eine ganze Weile überlegt, ob wir das machen. Es muss ja vieles berücksichtigt werden. Und letztlich habe ich dann gesagt, das können wir machen, das ist eine wunderbare Idee und ich denke, ein schönes Zeichen an unsere Gäste. Jetzt sieht man hier sehr schön Gran Canaria. Und wenn wir etwas weiter hinein scrollen, wird auch jedem klar, dass es sich hier um unseren wunderbaren Kussmund handelt. Und das kann man sich vorstellen, ähnlich eines Malers, der eine Landschaft abbilden will auf seinem Papier. Und der erste Offizier hat dann einzelne Teile dieses Kussmundes mit Wegpunkten belegt. Und diese Wegpunkte ergeben dann final unseren Kussmund. Wir haben ab einem bestimmten Punkt dieses Kussmundes unseren sogenannten Drag Pilot aktiviert und der Drag Pilot hat dann jeden einzelnen Wegpunkt innerhalb dieses Systems abgefahren. Das Ganze bei einer ganz entspannten Geschwindigkeit von 10 Knoten, denn man sieht es ja, es sind doch recht enge Radien dabei, die können wir nicht mit einer Geschwindigkeit von 20 Knoten abfahren, sondern entsprechend dann nur mit 10 Knoten. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Warum haben wir das gemacht? Also wir müssen alle 12 bis 14 Tage unsere Maschinen und Anlagen prüfen. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann diesen Kussmund abgefahren, um unseren Gästen, die jetzt hier an Bord wären, ein schönes Signal zu senden, dass wir da sind, dass wir für sie da sind und dass wir dann auch da sind, wenn denn hoffentlich auch die Krise vorbei ist. Letzten Freitag habt ihr ja bei uns gelernt, von einer Tanzlehrerin gezeigt bekommen, wie der El Tiburón funktioniert. Ich bin mir ganz sicher, seitdem trainiert ihr wie die Wilden. Und genau jetzt ist es soweit. Jetzt könnt ihr alle zusammen mit uns den El Tiburón hier tanzen. Und los geht's! Dafür fangen wir als erstes mal mit unserem rechten Fuß an. Wir gehen 3 Kreuzschritte in unsere rechte Richtung. Der rechte tippt dann wieder ran. Einen Tap ransetzen und somit schließen. Links, rechts. Das ist ein Sprung, begonnen mit links. Und drehen uns dabei eine 4. Drehung um unsere linke Schulter. Der 2. kreuzt mit links dahinter. Und
dann beginnen wir wieder von vorne. Und jetzt freuen wir uns über eure Bilder von eurer Tanzveranstaltung. Oder zeigt uns einfach, wie ihr zu Hause das Primetime-Magazin guckt. Das geht auch. Zum Schluss, wie immer, ihr habt euch schon darauf gefreut sicher, die schönsten Bilder von unseren Schiffen, von unseren Reisen und die tollste Musik von Bord. Viel Spaß! And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word. Your everything. So love.